Recht herzlich willkommen zur 169. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir wollen diese beiden Felder hier schauen, dass wir die erreichen, um dann Punkte zu sammeln. Dafür brauchen wir wieder unsere Testrakete oder Testkapsel, heißt sie, glaube. Dann gucken wir mal, dass wir die kriegen. Da oben war zwar das Autosave, aber wir nehmen mal lieber das hier und laden die. Jetzt sollte der unten stehen, aber eigentlich brauchen wir da ja nicht mehr viel machen. Gucken, ob der Forza oder wie hieß er, Verzor drinne sitzt. Das tut er auch. Und dann können wir definitiv schon starten und schauen, dass wir da rüberkommen. So, Nacht haben wir. Okay. Ich habe gar nicht mehr seit längerem gar nicht mehr geguckt, wie es mit unseren Dingens aussieht. Ne? Sag schon, mit unserer Mission, die wir da noch am Laufen haben, mit der Entfernung. Da müssen wir noch einmal mit der Zeit reingucken. Aber das war ja noch 19 Stunden und naja, wir haben ein paar 19 Tage oder Stunden. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube Tage, ne? Naja, aber machen wir erstmal hier weiter. Wir starten die Geschichte mit 1, 2, 3. Nein, mit 3, 2, 1. Haben aber keinen Schub gegeben, den wir jetzt geben. So, und dann drehen wir das Ding mal so, dass wir die Leiter hier vorne haben. Und gehen mal auf Kurs nach da. So. Schub ein bisschen reduzieren, damit wir nicht mehr hochsteigen. Schleunigung begrenzen. Das war zu wenig. So. Ein bisschen mehr Schub, damit wir noch dahin kommen. Okay. Das war natürlich reichlich. Und dann würde ich mal sagen, schmeißen wir den Schirm raus, die natürlich jetzt falsch sind, aber egal. Gucken mal gerade, wo wir da runterkommen werden. Andere Pfeiltasten machen wir dann, ne? Sieht nicht gerade so aus, als ob das klappt. Mal gerade den Schub noch nach da jagen. Dann möchte ich da noch ein Stück rüberkommen, ne? Ja, geht knapp, aber könnte noch reichen. So, dann ist alle. Und wieder ausrichten. Ah, vielleicht klappt's noch, ne? Könnte sein, dass wir auf dem Gelände landen. Mal schauen, ne? Okay, Schirme sind alle draußen. Ja, der wird wahrscheinlich wieder ein Bein abbrechen dann, ne? Und hoffen, dass wir auf dem richtigen Gelände landen, ne? Schwierig. Oh. Alle abgebrochen, aber wir stehen, oder wie sehe ich das? Landebein hat es erwischt. So, Crew-Report gibt's hier nicht, weil wir das ist unser Weltraumzentrum. Nee, das. Ja, weiß ich jetzt auch gerade nicht, ne? Fahren wir gerade die Leiter aus. Und Türen öffnen. Frachtraum ansehen, da haben wir ein paar Punkte. Ist das
jetzt hier. Nee, dann sind wir da nicht richtig, ne? Ja, komm, machen wir erstmal alles fertig hier soweit. Da sind auch minimale Punkte drin. Da gibt's nichts. Temperatur gibt's auch nichts. So, das heißt, wir sind an der falschen Stelle, kann das sein? Eva, runtergehen. Spaces loslassen, ah da. Warte mal. Eva-Bericht ist leer. Probe nehmen, geht. Flagge aufstellen, geht auch. Ist nur die Frage, ob das jetzt gut war oder schlecht war, weil wie hieß das hier? Weltraumzentrum. Hat er nicht geschrieben, läuft, ne? Gut. Auf die Fahne kann man klettern, sehr interessant. So, jetzt müssen wir nur mal gerade gucken. Hier, aber ich glaube nicht, ne? Körben. Astronautenkomplex, super. Ja. Was sagt uns das, ne? Das sagt uns, dass wir wieder an der falschen Stelle gelandet sind, ne? Machen wir nicht. Wir fliegen nochmal mit einer neuen gleich los. Weil anders funktioniert es dann doch nicht, denke ich mal. Das macht Blödsinn sein. Ja, macht keinen Sinn, ne? Die paar Punkte, die wir jetzt haben, können wir behalten. Fliegen gleich nochmal neu los. Und steigen wir ein. Was macht der denn? Warum fällt der denn runter? Also aufsteigen, alles klar. So, jetzt haben wir drinne. Jetzt können wir das hier wieder abbrechen bzw. beenden. Und ärgerlich, dass wir es da nicht hingeschafft haben, ne? Ist aber so. 0,7 weitere Punkte. Beschäftigungstherapie war das. Läuft, ne? Jetzt wollen wir aber da auch noch eine Fahne stehen. Weltraumzentrum Raketen, was denn hier? Ja, weiß ich auch nicht, was er da jetzt da sich ausgesucht hat. Da ist eine Stelle, wo gar nichts ist. Da sieht man's. Okay. Gut, dann erneut eine Rakete nehmen und diesmal besser machen. Ja, die können wir ja gleich wieder starten. Ne? Kurz noch gucken, ob Pferzer ist drin. Das bedeutet, wir können auch gleich loslegen. Diesmal müssen wir mal ein bisschen besser steuern. Aber Übung macht den Meister, oder wie war das? Aber wir wollten ja noch geguckt haben. Ne?
wie weit das geklappt hat. So, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go. Und Schub aufs Triebwerk und los geht's. Jetzt habe ich natürlich diesmal den Fehler gemacht, dass ich es falsch gedreht habe. Egal. Schub weniger. Rakete noch da. Rakete noch da. Schub weniger, weil wir müssen dann doch mal runter. Schub höher. Vor allem hoch. Schafft noch gerade so. Glück gehabt. Ich glaube, wir müssen mal gerade noch nach da. Um an die passende Stelle zu kommen, ne? Klappt das noch? Gute Frage, ne? Das wird eng. Klappt vielleicht gerade so. Irgendwo landen wir jetzt hier. Okay, da hat's ein Bein erwischt, aber auch nicht alle. So, jetzt bin ich gespannt auf den Crewbericht, der da voll ist. Also haben wir es noch geschafft. Mitnehmen. Da. Mitnehmen. Temperatur. Mitnehmen. Druckdruck. Mitnehmen. Den auch. Mr. Hugo. Mitnehmen. So. Ausfahren. Und aussteigen. Oh oh. Eigentlich wäre er jetzt schon gestorben, ne? Aber der hat so einen Multifunktionsanzug. Dann geht das, oder? EVA-Bericht mitnehmen. Oberflächenprobe nehmen. Passt. So. Flagge setzen. Keine Ahnung, ob das Punkte liegt, aber ich setze sie mal. So, und das war jetzt hier Piloten. Zentrum, ne? Okay. So, dann zurück. So, jetzt weiß ich nur nicht, ob ich die Kiste irgendwie bewegt kriege, ne? Weil ich komme nicht an den Eingang, oder? Läuft, ne? Tja. Okay, kann nur von außen gesteuert werden. Läuft. Ich war ziemlich von überzeugt, dass die sich vorhin besser bewegt hat. Ja. Kriegen wir das jetzt mit oder nicht?
Also den kriege ich so nicht gedreht. Da auch nicht. Macht auch nicht. Ja, gut. Damit ist dann das Ding auch erledigt, glaube ich. Ja, man kann sie bewegen jetzt komischerweise. Aber ich krieg sie nicht so bewegt, wie ich sie möchte. Nämlich drehen. Und das liegt daran, dass da unten dieses tolle Teil ist, ne? Ja, ist so. Ja, die kriege ich jetzt nicht weg, jetzt müssen wir so bergen, ne? Hat ja anders keinen Sinn. Da kriegst du natürlich nichts, ist klar, weil ich berge ja nicht die Dingenskapsel, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die nicht jetzt noch retten, bergen kann. Wo ist er? Da unten. Jetzt muss ich da mal näher ran. Testkapsel bergen. Ja, jetzt kriege ich meine Punkte auch. Läuft. Gut, dann haben wir den geschafft. Leider den nicht. Und ich denke mal, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Fortfahren. Ich bin noch nicht weiter. Wir machen gerade noch was nachlegen. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Wir wollten ja hier noch reingucken, wie weit unser Dingens hier ist. Und das war ein Jahr. Das sind alles Flaggen. Ohne Wiederkehr. 8, 19 Tage waren das. Okay, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Ich dachte, das wären 19 Stunden. Okay, alles klar. Dann trotz alledem recht herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.